Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Viele Menschen in der Erdbebenregion mitten Mittelitaliens haben die Nacht im Freien oder in Notunterkünften verbracht. Bei dem schweren Beben gestern verloren rund um Norcia in den Regionen Umbrien und Marken Tausende ihr Zuhause. Die Region kommt nicht zur Ruhe. In der Nacht folgten einige leichtere Erdstöße und die Experten erwarten weitere Nachbeben. Die Behörden forderten die Menschen darum auf, die Region vorübergehend zu verlassen. Sie haben die Nacht in Turnhallen, im Auto oder bei Verwandten verbracht. Heute Vormittag kehrten die ersten zurück in die Nähe ihrer Dörfer, wie hier bei Norcia. Der italienische Zivilschutz hat Notküchen, Lazarette und Schlafgelegenheiten aufgebaut. Insgesamt sollen so etwa 15.000 Personen versorgt worden sein. Wir haben nach dem Erdbeben vom 24. August mit unserem Tabakladen in einem Container weitergemacht. Das hier ist meine Heimat, ich gehe von hier nicht weg. Die Ortschaften sind nach der Erdbebenserie der letzten Tage zerstört und unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen sollen rund 40.000 Menschen obdachlos sein. Viele Straßen sind unpassierbar. Viele Dorfbewohner hatten ihre Häuser schon vor Tagen verlassen. Vor allem deshalb waren gestern keine Todesopfer zu beklagen. Viele wollen nicht weg von ihren Häusern, von ihrer Arbeit. Es ist das übliche Problem in solchen Situationen. Das Zentrum von Norcia mit der Benediktinerbasilika ist vollständig zerstört. Ähnlich sieht es in Amatrice aus. Heute Nachmittag wird das italienische Kabinett die nächsten Hilfsmaßnahmen beschließen. Ministerpräsident Renzi hatte bereits gestern erklärt, dass Häuser, Kirchen und Geschäfte in der Erdbebenregion wieder originalgetreu aufgebaut werden sollen. Regierungskritische Berichterstattung in der Türkei ist sie alles andere als erwünscht. Nach dem gescheiterten Putschversuch ist Präsident Erdogan immer wieder gegen oppositionelle Medien vorgegangen. Viele Redaktionen sind bereits geschlossen. Jetzt wurden der Chefredakteur von Cumhuriyet und mehrere seiner Mitarbeiter festgenommen. Der Vorwurf der Istanbuler Staatsanwaltschaft, die Zeitung unterstütze das Gülen-Netzwerk und die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Applaus als Zeichen der Solidarität. Viele Leser der regierungskritischen Cumhuriyet-Tageszeitung sind gleich am Morgen zum Istanbuler Verlagsgebäude gekommen. Türkische Sicherheitskräfte hatten zuvor mehr als 10 Mitarbeiter der Cumhuriyet festgenommen. Unter ihnen der Kolumnist Aydın Engin. Auf die Frage, was er angestellt habe, entgegnet Engin: Ich arbeite bei der Cumhuriyet, das reicht wohl schon. Die Staatsanwaltschaft wirft den Festgenommenen Unterstützung der als Terrororganisation eingestuften Gülen-Bewegung und der PKK vor. Ein Abgeordneter der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP greift die türkische Regierung scharf an. Sie verüben weiterhin Straftaten und wollen, dass diese geheim bleiben. Deshalb werden Medien geschlossen. In Ankara solidarisiert sich der Chef der oppositionellen Traditionspartei CHP mit der Cumhuriyet, die es seit der Staatsgründung gibt. Ich appelliere an alle Jugendlichen, alle Frauen und alle Intellektuellen der Türkei: Wir müssen uns für Demokratie und Freiheit einsetzen. Und deshalb müssen wir uns zunächst für die Cumhuriyet einsetzen. Der in Deutschland im Exil lebende türkische Journalist Can Dündar war Chefredakteur der Cumhuriyet. Er wurde nun zur Fahndung ausgeschrieben. Seine Frau darf die Türkei derzeit nicht verlassen. Ihr Pass wurde eingezogen. Bei den Verhandlungen über die Zukunft der Supermarktkette Kaisers Tengelmann hat es nach WDR-Informationen eine Einigung über Eckpunkte gegeben. Ex-Bundeskanzler Schröder vermittelt als Schlichter zwischen Tengelmann und den Rivalen Edeka und Rewe. Tengelmann sollte ursprünglich von Edeka übernommen werden. Das Bundeskartellamt untersagte die Pläne jedoch. Eine Sondererlaubnis von Wirtschaftsminister Gabriel wurde später nach einer Klage gerichtlich gestoppt. Wir sind jetzt telefonisch verbunden mit Demian von Osten in Köln. Was hören Sie über diese Einigung? Welche Details über die Eckpunkte sind inzwischen bekannt? Die Einigung bezieht sich offenbar auf einen lange umstrittenen Bereich. Das sind nämlich die Märkte von Kaisers Tengelmann in Berlin. Und die Einigung sieht offenbar vor, dass Rewe einige Märkte in Berlin übernehmen kann. Es wurde auch ein konkreter Wert in Umsatz vereinbart.
wie hoch der sein kann. Was noch nicht feststeht, sind die Details. Also es gibt noch keine Unterschrift darüber, es gibt noch keinen genauen Verkaufspreis und es ist auch noch nicht klar, welche Filialen genau Rewe in Berlin bekommen kann. Tatsächlich war Berlin aber bislang einer der umstrittenen Punkte, wer von den beiden Konkurrenten Rewe oder Edeka Märkte von Kaisers Tengelmann dort übernehmen kann. Was bedeutet das für die Beschäftigten, die natürlich mitzittern und hoffen, können die schon aufatmen teilweise? Ja, für Aufatmen ist es vielleicht noch ein bisschen früh, weil das, was wir in den vergangenen Tagen erfahren haben aus Verhandlungskreisen, ist, dass es extrem schwierig ist, da voranzukommen. Deswegen wurden wohl auch die Verhandlungen vergangene Woche einmal unterbrochen. Deswegen muss man die derzeitige Vereinbarung über Eckpunkte erstmal mit Vorsicht genießen. Es sieht aber sehr wohl nach Hoffnung aus und es sieht sehr wohl danach aus, dass die Verhandlungen im Moment sich auf einem guten Weg befinden. Ja, Demian von Osten, Dankeschön nach Köln. Heute feiert die evangelische Kirche weltweit das 500. Reformationsjubiläum. Mit dabei ist Papst Franziskus, der aus diesem Anlass extra Schweden besucht. Franziskus bezeichnete die zweitägige Reise als sehr wichtig. Soeben ist das Kirchenoberhaupt in Lund eingetroffen, wo er mit dem Präsidenten des Lutherischen Weltbundes, Bischof Junan, einen gemeinsamen Gottesdienst feiern will. Später findet noch eine ökumenische Großveranstaltung in einem Stadion von Malmö statt. Kommenden Monat will Sozialministerin Nahles ihr Konzept zur Rentenreform vorlegen. Heute hat sie sich abschließend mit Verbänden, Gewerkschaften, Arbeitgebern und Fachpolitikern beraten. Anschließend erklärte Nahles, die Beitragseinnahmen entwickelten sich deutlich besser als erwartet. Die genauen Zahlen würden in Kürze mitgeteilt. Neben stabilen Beiträgen ist der Ministerin auch eine Haltelinie beim künftigen Rentenniveau wichtig. Beides müsse, so Nahles, in der Balance gehalten werden. Die Arbeitsministerin lädt zum Abschluss ihres Rentendialogs und Fachleute aus Wirtschaft, Verbänden und Gewerkschaften kommen. Ziel ist es auch, das Rentenniveau nach 2030 nicht weiter abzusenken. Als ersten Schritt will Nahles nun eine Erwerbstätigenversicherung einführen, die Selbstständige in die gesetzliche Rente einbezieht. Das ist eine Schutzlücke auch für 3 Millionen Selbstständige in Deutschland. Und es geht jetzt um die Frage, wie wir das machen. Darüber gab es unterschiedliche Meinungen. Aber dass wir es machen müssen, diesen ersten Schritt, das ist, glaube ich, unstrittig. Als Teil des Gesamtpakets ist auch ein Freibetrag bei den Betriebsrenten vorgesehen. Diese sollen nicht länger auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden. Das war auch eine Forderung der Sozialverbände. Wenn wir Rettungsschirme für Banken aufspannen können, dann können wir auch Rettungsschirme für Rentner und Rentnerinnen aufspannen. Es kostet Milliarden. In der Rente kostet immer alles Milliarden. Aber ich glaube, es lohnt sich. Bei solchen Summen ist man in der Union skeptisch. Ich kann erstmal nur davor warnen, dass wir jetzt einen Überbietungswettbewerb machen. Gewerkschaften, SPD, Union und alle anderen drumherum. Wer bietet mehr? Wer legt mehr Milliardenpakete auf den Tisch? Das muss am Ende auch alles bezahlt werden von Arbeitern, von Arbeitnehmern mit ihren Beiträgen. Die Bundesarbeitsministerin will ihr Rentenkonzept bis Mitte November vorlegen. DFB-Präsident Grindel hatte gefragt und Joachim Löw hat Ja gesagt. Heute hat der Bundestrainer seinen Vertrag vorzeitig verlängert bis 2020. Bei der Bekanntgabe äußerte Löw den Wunsch, auch die Verträge von Co-Trainer Schneider und Torwarttrainer Köpke zu verlängern. Zu seiner eigenen Motivation sagte Löw wörtlich, wenn Kopf und Herz gemeinsam Ja sagten, dann gäbe es eigentlich nicht allzu viel zu überlegen. Und das war's für jetzt. Die Tagesschau meldet sich wieder um 4. Bis dahin, auf Wiedersehen.